Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu mal einer, ja, zu einer neuen Aufnahme von The Witcher. Ja, lange, lange, lange ist es ja, langweilig. Genau, ein gutes, es ist mehr als ein halbes Jahr, ist es jetzt her, wo ich jetzt die letzte Witcher-Aufnahme gab. Wie bitte, genau, und das war damals noch zu der Zeit, wo ich damals noch meine Verletzung hatte. Und wir hatten ja damals den ersten Akt abgeschlossen und sind das hier in Akt 2 gerade hier im Kerker quasi. Und ich muss mal gucken. Gut, ging jetzt hier die J, genau. Was war denn hier meine Aufgabe eigentlich? Ich glaube, ich konnte mit dem Elfengefangenen hier, glaube ich, Poker spielen, ne? Morgen ist mein großer Tag. Warum seid ihr hier, Elf? Ich genieße die letzten Stunden meines Lebens. Jedenfalls versuche ich es. Morgen werde ich hängen. Ich habe eine Bitte. Ich habe Spiele schon immer gemocht und Jesro hat mir meine Würfel gelassen. Wenn ihr keine habt, leihe ich euch meine. Gerne. Er hat ein Würfelkästchen. Sollen wir jetzt mal 5 einfach. Das ist ein Wolf-Poker hier. So, was haben wir? Zwei Paare schon mal haben wir. Hat ein Paar, da können wir schon mal ein bisschen erhöhen. So, schmeißen wir die 5 nochmal ins Rennen. Ja, 3 Sechsen. Sehr gut. Next one. Was haben wir hier? 3 Vieren, also wir haben schon wieder 3 gleiche. Der Gegner hat gar nichts, sehr gut. Ah, der hat direkt aufgegeben. Hört zu, ihr Maden. Der König in seiner unendlichen Gnade gewährt jedem eine Amnestie, der die Gorgo in den Kloaken bezwingt. Wie bitte? Wie wär's mit dem halben Königreich und der Hand der Prinzessin? Sehr witzig, Hexer. Ich warne euch. Politische Witze bringen schnell Ärger. Ich werde das Ungeheuer töten. Zu spät. Es gibt einen anderen Freiwilligen. Ich bin der bessere Kandidat. Der komische Typ da in der Ecke behauptet, dass er sie mit bloßen Händen besiegen kann. Oh Mann. Welcher Typ? Juhu! Dieser Fettwanst? Ihr macht Witze. Hexe, bei mir hier unten haben alle die gleichen Rechte. Sogar die dümmsten. Ihr wollt Freiheit? Dann kämpft darum. Der Sieger darf es mit der Gorgo aufnehmen. Ein Kinderspiel. Okay, ich muss weg hier. Erster Schritt, den Schurken fertig machen. Das heißt, mit dem Typ mir. Ich besiege euch, dann erschlage ich diese Echse und bin frei. Gehen wir es an. Zeit zu. So, ich muss noch gucken, wie dieses scheiß Faustkampf-Ding nochmal funktioniert hier. Ah ja, okay, gut. Weil ich finde dieses Faustkampf im ersten Teil ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Das allgemeine Kampfstil finde ich aber cool. Fort. Ohne eure Zauber hättet ihr mich nie bezwungen. Klar. Ich habe euch das Leben gerettet. Mit der Gorgo ist nicht zu spaßen. Nächstes Mal bezieht ihr die Prügel. Gut, ich hab sogar ein Level up. Cool. Wie bitte? So. Ich muss mit Vincent sprechen. Ich bin unschuldig. Ja, ich hab mit einem von denen nochmal sprechen hier. Zurück. Wir sind anständige Diebe, gekostet deine politischen dritte Monat. Pass auf, was ihr sagt. Ich bin wieder hoch, gemütlicher daran ist die Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euch das Recht erkämpft, die Bestie zu töten. Ich bin fast stolz auf mich. Wollt ihr jetzt die Bestie töten oder nur hier herumstehen? Ich brauche eine Waffe. Wie es der Zufall will, haben wir kürzlich ein Hexerschwert beschlagnahmt. Was für ein Zufall. Wo? Das geht euch nichts an. Jesro! Ja, mit dem Silberschwert.
Das Schwert, das wir bei Thala gefunden haben? Halt den Rand, cool. Idiot. Ja, genau das Schwert. Kann ich es haben? Holt es bei Jethro. Der Rest der Ausrüstung bleibt bis zu eurer Rückkehr in Verwahrung, wenn ihr überlebt. Gut. Noch etwas. Für den Kopf des Ungeheuers bezahle ich extra, wenn er unbeschädigt ist. Ich gebe mein Bestes. So, ich musste mit Hela sprechen, der das Hexerschwert hatte. Das Schwert. Diese Stimme von dem einfach. Beeilt euch. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, wir haben auch einen Trank konfisziert. Wenn ihr die Aufgabe erledigt habt, könnt ihr eure Habseligkeiten hinter den Gitterstäben abholen. Ich werde danach fragen. Dann hole ich den Professor. Blödsinn. Der Professor macht nur die Drecksarbeit. Wenn ihr was bewirken wollt, müsst ihr gegen seinen Boss vorgehen. Ich bezweifle allerdings, dass es euch gelingt. Er ist ein wichtiger Mann. Er hat Bewegungen. Aha, Bewegungen, ja. Beziehungen. Bewegungen. Vorher müsst ihr eure Begegnung mit der Gorgo überstehen. Passt auf meine Sachen auf. Ach, das. Ich bin bald wieder hier und möchte alles. Ist das für ein Hexenklacks hier? Auf in die Kloaken. Da werden wir vor allem in Akt 2 noch des Öfteren rumlaufen. Das kann ich schon mal versprechen. Ja, einfach mal so im Vorbeigehen. Ja. So. Was haben wir hier? Wir müssen eigentlich mal alles mitnehmen. Fass. Ich kann auch mal kurz hier alles, fast alles mitnehmen. Oh, komm, ich schon hoch, Geralt, ja. Oh, ihr seid ein Hexer? Oh, ja. Weißes Haar, vertikale Pupillen. Zeichen einer Mutation. Spart euch das ärztliche Gutachten. Vergebt mir, ich wollte euch nicht kränken. Ich bin Siegfried, ein Ritter vom Orden der Flammenrose. Ich bin Geralt. Ich habe viel Gutes über die Kampfesfertigkeiten von Hexern gehört. Wenn es euch nichts ausmacht, ich habe hier noch was zu tun und möchte es schnell erledigen. Eine Gorgo? Darum bin nämlich ich hier. Reden wir. Ja? Ja. Was wisst ihr denn so über Gorgonen? Was wisst ihr über Gorgonen? Gorgonen sind eine Art Ornithosaurus. Sie sind riesig groß. Sie sind das Bindeglied zwischen Reptilien und Vögeln und haben Ähnlichkeit mit Hähnen. Daher ihr landläufiger Name. Verschont mich mit diesem wissenschaftlichen Geschwätz. Nee, fahrt fort. Ja. Die Gorgo wird nicht selten mit dem Basilisken verwechselt, aber es sind zwei verschiedene Gattungen. Die Gorgo verwandelt Menschen nicht in Stein, wie der Volksglaube behauptet. Allerdings sollte man sich vor ihrem Schnabel hüten. Der Schnabel des Ungeheuers kann die lebenswichtigen Organe seines Gegners präzise wie ein Chirurg entfernen. Nicht selten kommt das Opfer auf der Stelle zu Tode, besonders wenn es von hinten angefallen wird. Und wie tötet man die Bestie? Man muss ein exzellenter Schwertmeister sein. Ohne Silberschwert dürfte es noch schwieriger werden. Eine Gorgo schleicht sich gern von hinten. Na, ein Silberschwert haben wir ja jetzt. Ist der Kadaver irgendwas Brauchbares? Ihre Augen sind eine vielseitige Zutat und kostbar. Ihre Schwanzfedern sollen noch wertvoller sein. Eindrucksvolles Wissen. Leider beschränkt sich mein Wissen über Ungeheuer auf die Gorgo. Eik von Denesle, mein verstorbener Vater, er möge in Frieden ruhen, hinterließ mir einen Stahlstich der Bestie. Es gab noch viele weitere Stiche, aber die verschwanden im Magen einer Manticora. Nur das Bild der Gorgo überlebte. Mein Beileid. Habt ihr die Manticora auch gejagt? Nein, da war ich nicht zu Hause.
Später fand ich heraus, dass mein Vater trotz seiner Gebrechlichkeit gegen die Manticora gekämpft hatte. Er verlangte, auf ein Pferd gebunden zu werden und trat, ein Gebet auf den Lippen, gegen die Bestie an. Wie ihr euch vorstellen könnt, fand er ein tragisches Ende. Als ich zum Ort des Kampfes kam, litt das Ungeheuer schreckliche Schmerzen und war nur Augenblicke vom Tode entfernt. Da es meinen Vater nicht aus der Rüstung schälen konnte, verschlang es ihn fast am Stück. Später hieß es, das heilige Feuer in Ikes Seele hätte das Herz des Ungeheuers verbrannt. Natürlich. Ein Heldentod. Möge er in Frieden ruhen. Glaubt ihr, ihr könnt die Gorgo töten? Die heilige Flamme leitet mich. Was veranlasst euch, auf der Jagd nach einer Bestie in die Kloaken hinabzusteigen? Sie bedroht Vizima. Der Orden kämpft schon seit langer Zeit gegen Bestien. Und zwar recht wirkungsvoll. Wartet. Das ist Hexerarbeit. Ihr Hexer seid Relikte im Aussterben begriffen. Ihr seid keine Konkurrenz. Der Orden verlangt nichts dafür, dass er Menschen beschützt. Dann finanzieren wohl Feen Rüstung und Bogen. Ich will mich nicht streiten. Wir sind beide hier. Kein Grund zu warten, bis man an der Reihe ist. Zumal hier auch Ertrunkene lauern. Verbünden wir uns stattdessen. Ich würde gern eure Kampfesfertigkeiten sehen und versichere euch, dass euch mein Schwert zur Verfügung steht. Einverstanden. Gehen wir. Einverstanden. Gehen wir. Ihr geht voran. Ah, ich höre schon welche. So. So, Silberschwert des Hexers. Tipp, ihr besitzt nun ein Silberschwert, das wirkungsvoll gegen magische Bestien und Ungeheuer ist. Das Stahlschwert ist effektiver gegen Menschen und Tiere. So, ich hoffe jetzt hier die ganzen... Der ins Kampf hier reinkommen, ist lange... ein bisschen länger her jetzt. Zack, zack. Bäm. Boah, ja, der kriegt richtig auf die Schnauze hier. Das ist ein Fried. Da komm ich schon weich aus. Diese Musik. So, was mit den ganzen ertrunkenen Leichen alle looten. Gut. Was habe ich jetzt zerstört? Das Ding ist abgeschlossen. Das ist auch abgeschlossen. So, haben wir einen Ort der Macht. So, wir möchten das Ritual der Magie durchführen. Da kommst du ja hoch. Ja, wir können schon mal hier erstmal das Level up machen. So, wir haben 3 Talente. So, starkes Silber. Können wir vielleicht müssen wir es hier auf Silber skillen. So, Alchemie können wir sowieso nichts jetzt machen, weil wir haben jetzt gar nichts mehr da. Obwohl doch, haben wir doch. Dann machen wir mal weißen Möwetrank. Weiße Möwe können wir später gut gebrauchen. Und dann meditieren wir mal. Ah, ich schwöre, da kommen sie wieder, neue Ertrunkenen. Ja, Siegfried, du stehst ein bisschen weg, du Idiot. Sehr gut. Flammenrose.
Flammenrose, ja, genau. Das ist ein unbekanntes Kraus, können wir noch nicht hier einsammeln. Ey, so. Jetzt noch ein Ort gemacht, das haben wir ja schon. Wir nehmen mal den Gruppenkampfstil, da sind noch einige. So. Was haben wir hier? Hieß ein Malmstein. So. Boah, irgendwie ist gerade die sehr, sehr schnell. Ich muss mich jetzt wieder nur dran gewöhnen. Hier ist ein Ritterleichnam. Ein Schlüssel und ein rostiger Schlüssel und ein Brief von Ritter Erik. Brief, den Ort des Kults der Löwenkopfspinne beschreibt. Warum kann ich das gerade nicht lesen? Jetzt. Anweisung für Erik. Erik, die gefolterten Gotteslästerer gaben uns nur sehr allgemeine Informationen preis. Wir wissen, dass sich die Anhänger der Löwenkopfspinne in einem der Kerker in den Klagen treffen. Leider konnten wir nicht ermitteln, in welchen genau. Einer der Kultisten hatte einen Schlüssel, den ich beilege. Jede Wette, dass er zur Tür des Versammlungsraums gehört. Stärkt die Klagen hinab und versucht, den betreffenden Kerker zu finden. Möge das ewige Feuer euch den Weg im Dunkeln erleuchten. Alles auch zu. Was man auch jetzt machen könnte, ist hier schon mal wieder ein Zwischensave zu machen. Und da ist diese Gorgone, so, die sich mit Ertrunkenen battelt, große Gorgone. Ey, was soll der? Was denn, Mann? Kämpft jetzt mal? Was ist das? Warum schreckt Geralt immer zurück? Hallo? Bam! Finish him! Ja, ich sollte den Gorgonenkopf an mich nehmen und die Kloake verlassen. So, ein Sephira. Eine Gorgonfeder und einen Gorgonkopf. Die Gorgo ist tot. Wo war noch gleich der Ausgang? Ich glaube, ich kann nicht denselben Weg zurücknehmen. Kommt, ich führe euch zum Ausgang. Gut. Gut. Ja, Moment, erstmal gucken wir uns noch ein bisschen weiter hier um. Fast, diesmal noch mal eine Feuerstelle. So. Noch zwei Fässer.
beziehungsweise eigentlich nur ein Fass. Diese Tür führt aus der Kloake hinaus. Hier trennen sich unsere Wege, aber... Still. Ich höre Schritte. Seltsam. Nur wenige würden sich hierher wagen. Das ist der Weiße, ah ja. Dreckskerl. Tötet ihn. Ah ja. Den Ritter auch. Ja, ja. Ihr wollt das wohl unbedingt wissen, was? Jetzt haben wir leider nur ein Silberschwert, das falsche Schwert, unser Stahlschwert wurde uns ja leider abgenommen. Bams. Ich muss die Kloake verlassen. Freunde von euch? Nicht wirklich. Kann man so sagen. Ja. Die Schurken mit den Salamanderabzeichen stören mich schon eine ganze Weile. Wer hätte euch wohl in den Kloaken vermutet? Der Hauptmann der Wache, der Irrer aus dem Gefängnis und die Häftlinge. Ich habe mit der Gorgo um meine Freiheit gekämpft. Eine überschaubare Zahl von Verdächtigen. Vermutlich löst ihr dieses Rätsel, wenn ihr den Anführer der Banditen findet. Ich habe einen Freund in Visima, der Detektiv ist. Bittet ihn um Hilfe. Wohin des Weges? Ich habe in meinem Quartier mancherlei zu erledigen. Dann ziehe ich aus, um Bestien zu jagen, da die Welt noch voll von ihnen ist. Das habt ihr gut gemacht, Siegfried. Schön, dass wir uns begegnet sind. Ich muss meine Habseligkeiten abholen. Vergewissert euch, dass alles da ist. Jesro ist für seine langen Finger bekannt. Gehen wir. Hier ist der Schlüssel zum Durchgang in die Stadt. Vor einigen Tagen schloss ich die Tür ab, um die Gorgo einzusperren. Danke. Ich nehme lieber nicht den Weg, den ich gekommen bin. Vielleicht sehen wir uns wieder, falls ihr je die Kloaken besucht. Ich komme öfters her, auf der Suche nach Monstern. Naja, was machst du in deiner Freizeitbeschäftigung? Eure Heilige ich gehe runter in die Kloaken. Die Menschheit zu beschützen. Euer Sarkasmus ist unnötig. Wir sind auf derselben Seite, Hexer. Das werdet ihr auch noch verstehen. Lebt wohl. Und danke. Falls ihr mich jemals braucht, ich bin im Posten in Visima. Ich beschloss, mich an einen privaten Ermittler zu wenden. So, wir folgen dem Siegfried einfach mal nach draußen. Wow, ich habe einen Frame gerade im Ladebildschirm gehabt. Visimas Tempelbezirk. Huren, Mörder und Bettler. Der Salamandra-Stützpunkt muss in der Nähe sein. Alles klar. Dann ja, würde ich sagen, mache ich hier erstmal jetzt für die Folge Schluss. Ja, ich weiß, die ist, glaube ich, jetzt ein bisschen kürzer. Aber ja, ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Bis dann, meine Freunde. Ja, vielleicht nochmal speichern. So, jetzt aber. Bis dahin, Leute.